für mich. Ich dachte... Weiß nicht genau, was das war. Er ist tot. Oder nichts Besseres zu tun? Ich weiß, dass du da draußen bist. Planänderung. Entwischt! Von hinten angreifen! Du wirst dem Schatten nicht entkommen!
Sonne kann dich jetzt nicht mehr retten. Die Nora, was wir getan haben. Wir haben es geschafft. Das nehme ich doch mit. Ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Das hält sich. Mit den Lagern lief es gut. Und jetzt zum Metallring. Seine hohen Wälle schützen den Feind. Wir müssen dort hinauf, wenn wir entdeckt werden unter Beschuss. Ich habe eine andere Idee. Ihre Basis hat eine Schwäche. Schickt mich alleine vor, dann nutze ich sie aus. Wenn ich es schaffe, reiße ich ein so großes Loch in diese Mauern, dass der komplette Kriegstrupp reinstürmen kann. Das klingt nicht schlecht, solange ich mit dir komme. Eine Kriegsherrin sollte dankbar sein für eine solche Einsatzbereitschaft. Ja, Val. Du kannst mit Aloy gehen, aber sei wachsam. Ja, Kriegsherrin. Versprochen. Geht jetzt. Wir warten auf euer Signal. Du hast einen Plan, oder? Du bist mir doch sogar in die Ruinen gefolgt. Ich dachte, du vertraust mir. Ja, doch. Aber woher weißt du, dass ihre Basis eine Schwäche hat? Geduld, Val. Du wirst es gleich sehen. Nimm meine Hand. Nimm du den da rechts. Hm.
Ich übernehme den linken. Noch zwei. Nimm du den linken. Ich muss wachsam sein. Ich bin eine Waffe des Schattens. Dann kennen wir uns jetzt ja. Da. Siehst du den Unterstand? Siehst du die Verderber? Konzentrier dich, Val. Dort ist lauter Lohe drin. Ein riesiger Vorrat. Wenn ich sie hochjage, zerstört das die Verderber und lässt den Wall einstürzen. Das schlägt eine Bresche für die Nora. Von hier aus treffe ich sie nicht. Wir müssen näher ran. Ich mache das. Du gehst zurück, erklärst Sona den Plan und bringst alle zur Ringseite. Das mache ich. Und wenn der Wall einstürzt, werde ich den Angriff führen. Jetzt muss ich es nur noch in die Tat umsetzen. Wenn ich leise bin, wird es sehr viel einfacher sein. Richtig auf die Luke zielen und schießen.
Sonne oder die Schwäche weg. Urmutter, siehe unseren Triumph! Die Blutschuld ist bezahlt. Ein denkwürdiger Tag, tapfere Nora. Dein Wort in Urmutters Ohr. Ja, denk daran. Macht euch zum Aufbruch bereit. Lasst eure Speere und Pfeile in den Leichen der Gefallenen stecken. Sie sind verdorben, wie die Ruinen. Es ist vorbei. Die werden niemanden mehr umbringen können. Ich muss Olin finden und alles erfahren, was er weiß. Wer die Mörder waren. Wie sie mich durch seinen Fokus sahen.
Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Du bist eine gute Kriegerin, Aloy. Rust lehrte dich viel. Kanntest du ihn? Vor langer Zeit und gut genug, um zu wissen, dass er ein guter Mensch war. Warum wurde er ausgestoßen? Was war sein Verbrechen? Das würde ich dir gerne sagen. Aber nur die Erzmütter scheinen die Geschichte zu kennen. Habe ich auch gehört. Tja, ich sollte jetzt gehen. Danke, Aloy. Möge die Urmutter deine Reisen segnen, wohin sie dich auch führen. Du wirst nicht mit uns zurückkehren, oder? Ich glaube nicht. Ich freue mich, dass du deine Ziele erreicht hast, Val, aber ich nicht. Noch nicht. Gut, ich weiß, du musst gehen. Du bist schließlich eine Sucherin. Aber falls du je wieder vorbeikommst... Dann was? Wäre es schön, dich wiederzusehen. Wir versammeln uns wohl in Mutterkrone. Vielleicht sehen wir uns dort. Gut möglich. Wir sehen uns dann. Mehr kann ich nicht tragen.
Schattenkarja haben die Waffenruhe gebrochen und Kommandantin Ersa ermordet. Hauptmann Balan, die Wache am Tor sagt, du warst vor kurzem in Meridian. Was erwartet mich auf der Reise? Nichts Gutes. Immer mehr Maschinen. Und unsere Späher berichten von Verderbnis. So viel zur Eindämmung. Bleib auf den Straßen, die sind sicher. Doch am Tor hast du gezeigt, dass du keine Angst hast. Eine gute Eigenschaft. Ich könnte sie brauchen, wenn du nochmal in den Osten gehst. Es ist dreist von mir, dich um einen weiteren Gefallen zu bitten. Doch ich biete dir Antworten dafür, wenn du was über das Sonnenreich wissen willst. Was soll ich tun, Hauptmann? Ich schickte Trupps nach Osten, als wir von verdorbenen Maschinen hörten. Sie bestätigten meine Befürchtungen. Ich verschloss die Tore. Aber anscheinend sind noch ein paar meiner Männer da draußen. Walid, berichte ihr. Maschinen griffen bei einem verlassenen Noradorf an, Sir. Lakir befahl den Rückzug. Und ich verlor die anderen. Hast du noch nie eine Nora gesehen, Soldat? Zeug etwas Respekt. Berichte ihr, nicht mir. Lakir sagt, man muss immer Meldung machen, und das wollte ich. Es war schrecklich für mich, sie zurückzulassen. Jetzt, wo die Tore wieder offen sind, kann sie jemand suchen gehen. Kannst du keine Soldaten zur Suche ausschicken? Was ist mit Walid hier? Die meisten Nora wollen keine Kaja-Soldaten sehen. Es gilt als Risiko, Truppen zu eurem heiligen Land zu schicken. Ich würde das gerne vermeiden. Aber du kannst ohne Probleme dahin. Bitte sag ja. Was war das, Soldat? Gar nichts, Sir. Was ist das hier genau? Der Tagturm markiert die Ostgrenze des Kaja-Gebiets. Eine Handels- und Durchgangsstation, die einen sehr schlechten Ruf bei deinem Volk hat. In der Zeit des letzten Sonnenkönigs wurden viele Nora entführt, hier für den Transport nach Meridian versammelt und geopfert. Doch das ist lang vorbei. Ich soll für Sonnenkönig Awad sicherstellen, dass hier alle Kaja den Nora mit Respekt begegnen. Was ist das hier genau? Der Tagturm markiert die Ostgrenze des Kaja-Gebiets. Eine Hand in der Zeit des Letzten. Doch das ist lang vorbei. Ich soll für Sonnenkönig. Und wie stehen die Dinge jetzt zwischen euch und den Nora? Sonnenkönig Awad will Frieden. Die Stammmütter auch, hörte ich. Doch alte Wunden heilen schlecht. Beide Stämme sind stolz. Ich sorge dafür, dass es zu keinen weiteren Provokationen kommt. Besonders jetzt nach. Tja. Während dein Volk sich vom schrecklichen Angriff erholt, meine ich. Wie ist es in Meridian? Es hat sich verändert. Die Stadt lebt. Nichts ist mehr so wie unter Sonnenkönig Jiran. Awad, der neue König, hat dafür getan, was er konnte. Sklaverei wurde abgeschafft. Es gibt ein neues Bündnis mit den Osseram. Und der Sonnenring, wo so viele Fremde starben, ist jetzt ein Denkmal für die Opfer. Die Kaja sind mit den Osseram verbündet? Kaum zu glauben, aber wahr. Sonnenkönig Jiran brachte viel Leid über sie. Awad konnte sie auf seine Seite ziehen. Er hatte Hilfe, ja klar. Ersa und Erend halfen ihm. Osseram-Geschwister, legendär. Sie befreiten Meridian. Ich war dabei, sicherte mit meinen Männern am Nordfels den Tempel der Sonne, vertrieb Jirans Falken und Priester. Jetzt sieht man Osseram häufig in der Stadt. Und hört sie auch. Sie streiten wirklich viel. Du scheinst den neuen Sonnenkönig zu begrüßen. Er ist der Auserwählte der Sonne. Und was das Sonnenreich nach 10 Jahren Krieg braucht. Ein ruhiges Licht, kein loderndes. Bei König Jiran floss bei jeder Kränkung Blut. Bei König Awad nur im Notfall. Gut für die, die ihn kränken. Manche halten ihn daher für schwach. Nein, Frieden ist stärker, wie die Sonne zeigt. Ich werde versuchen, deine Männer zu finden. Ich wäre dankbar, aber nicht so dankbar wie Walid. Hörst du, Trottel? Du bist vom Haken. Gibt's was Neues über die Männer? Ich arbeite dran. Kannst du mir noch irgendetwas über den Weg nach Meridian sagen? Sonnenkönig Awad hat sehr viel dafür getan, um ihn sicherer zu machen.
Aber die Sonne weiß, er ist im Frieden schwieriger zu kontrollieren als in Kriegszeiten. Die Maschinen werden immer gefährlicher. Dann noch dazu Banditen und diese neue Verderbnis. Wir können gerade eben die Außenposten schützen. Und ansonsten gilt, tja, reisen auf eigene Gefahr. Ist ein Osseram namens Olin hier gewesen? Zweimal. Als Teil der königlichen Delegation zu den Nora. Sie kamen auf dem Hin- und Rückweg hier durch. Sie berichteten von einem schweren Angriff auf dein Volk. Mein Beileid natürlich. Weißt du, wo Olin jetzt sein könnte? Nicht genau. Aber er war auf dem Weg nach Meridian, da bin ich sicher. Alle gehen nach Meridian. Ich muss gehen. Gib Bescheid, wenn du was von den Vermissten hörst.
sollte dort draußen Maschinen jagen.